Moin zusammen und weiter geht's mit Witcher 3. So, ich bin noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Hab, wie man sieht, ordentlich Kram verkauft. Ich habe auch bei den kleinen Zwergen hier oben und auch beim Platz des Hierarchen hier nicht gerade wenig alchemistische Zutaten verkauft. Und mit denen kann man richtig Geld machen. Und ja, dann war ich hier beim Waffenschmied, dann war ja... Gott, wo waren das genau? Irgendwo hier war, glaube ich, oder da war, glaube ich, hier ein Waffenschmied. Dann war ich hier noch bei den kleinen Händlern und so weiter. Hab unterm Strich irgendwie knapp 3000 Münzen rausgeholt. Und jetzt machen wir mit dem nächsten Auftrag weiter. Tödliche Ron. Sprich mit der Wache. So, unterwegs wurde ich überfallen von 3 Banditen. Irgendwelche Straßenräuber. Ich war noch mal kurz schauen. Das war... Wo waren das? In irgendeiner Seitengasse hier irgendwie. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall die platt gemacht. Dann waren hier in den Docks, ich glaube auf der Ecke war das, war noch eine kleine Nebenquest. Sah so aus, als würde ein Typ eine Frau überfallen und ich bin dazwischen gegangen und dann sagte er aber irgendwie, ja, wie, wer ist er denn da und hast den auch noch eingeladen, so nach dem Motto und jetzt ist ihm die Lust vergangen. Also anstatt, sag ich schon, anscheinend war das halt irgendeine Art von Rollenspiel da, von diesem Pärchen. Naja, gab es nichts weiter zu holen. Ansonsten ein paar Schemata noch gefunden. Überlegene Schwalbe, soweit ich weiß. Wir können richtig was basteln, aber uns fehlt halt der ganze Alkohol dafür. Golemherz, okay. Den brodeln wir uns mal zurecht. So, und auch hier, wie man sieht, ganz viel von diesen, na, wie heißen das, von diesen alchemistischen Zutaten fehlen uns. So. Ab zum Auftrag. Ein bisschen Gwent hat die auch noch gespielt. Und zwar direkt hier beim Platz hinter Geralt jetzt quasi, beim Waffenhändler. Und der hat es tatsächlich geschafft, einen Unentschieden rauszuholen. Und in der zweiten Runde habe ich ihn dann aber besiegt. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Okay, wahrscheinlich vertrocknet. Würde ich mal auf einen Vampir tippen. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Ja, und wenn die Stadt diesen Auftrag ausruft, dann werden die auch Geld haben. Schon besser, aber immer noch zu viel. Schon besser, aber immer noch zu viel. Okay. Schon besser, aber immer noch zu viel. Schon besser, aber immer noch zu viel. Mann, du Geizkragen. Schon besser, aber immer noch zu viel. Schon besser, oh, oh, oh. Aber immer noch zu viel. Wenn der Verstimmungsgrad zu hoch ist, dann kriege ich keinen Bonus mehr. Dann gehe ich mal lieber ein bisschen runter. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Okay. Lass dich vom Arzt informieren. Psst.
Hier bei dem Waffenhändler meine ich. Da habe ich Quint gespielt und fast verloren. Ein Monster-Deck ist auch echt nicht ohne. In letzter Zeit regnet es häufig. So, noch 40 Schritte. Da ist der Arzt. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Sieht aus wie eine Gasmaske aus dem Ersten Weltkrieg. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Da haben ihre Freunde dich angeheuert. Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Okay, keine Bissspuren. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Ja, du. Okay. Hast du Wasser im Schädel? Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Hey, lass mein Pferd in Ruhe, Schweine. Hier. Scheiße. Los, lauf! Ah, also mein Tipp, ups, war ja auf Vampir. War ohne Bissspuren. Bin ich mal gespannt, was das ist. Du Scheiß! Das gibt eine Flut. Ah. Ja, in genau der Gasse wurde ich auch von Banditen überfallen hier. Hier dran. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Oh. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Genagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Ja, das sieht doch nach einer Spur aus. Also ich als Laie würde das niemals erkennen, dass das hier auf zwei Beinen. Wer läuft denn so? In Sirikanien ein Vermögen einbringen. Oh cool, liegt sogar noch was. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Oh, und da liegt noch was. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Sprich mit dem Eigentümer des Bordells und dem Parfümgeruch folgen. Gehe ich auf jeden Fall mal ins Bordell. Regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen?
Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Erzähl mir die Wahrheit. Der Succubus. Er zieht Kunden an. Unsere Einnahmen sind gestiegen. Ich weiß, dass er eine Bedrohung ist, aber ich wusste nicht, dass er tötet. Ein Succubus. Wo finde ich ihn? Ich habe ihn in einem Haus in der Nähe untergebracht. Hier ist der Schlüssel. Okay. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. So, kann man dem Geruch noch folgen oder ist das jetzt verflogen, weil man sowieso den Schlüssel hat zum Haus? Ja, sieht ganz so aus. Achso, ne, okay. Die 24 Schritte brauche ich jetzt auch nicht aufs Pferd klettern. Verschlossen, ja, und ich habe doch den Schlüssel. Achso, darüber. Komm ich da denn hoch? Wieso leuchtet der blau? Das sind ja eigentlich nur Missionsziele. Ich vermute, da muss ich hoch, aber ich schaue mich jetzt auch mal um. Okay, in der Nähe auf jeden Fall. Schau mich noch einmal um. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des Lieferfeuers. Aufgeschlossen. Da ist sie. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie. Gib uns einen Kopper. Ach, das ist ja auch mal interessant hier. Ein Kopper? Lob. Was oder hab ich zwei? Nicht? Na, guck mal, und so kann man sich dann hier auch vorstellen. Da ist sie. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Yep. Du hättest nicht herkommen sollen. Wer sagt das? Das ist eine Menschenstadt. Sie gehört ihnen. Und ich beschütze sie vor deinesgleichen. Es stimmt also, was man sich über euch Hexer erzählt. Für Geld tötet ihr alles und jeden. Wow. Ist gar nicht schlecht, die Schlange. Kaputt. Succubus-Muttergen. Succubus-Trophäe. Bin mal gespannt, was er hier abgeschnitten hat. Fünf Prozent Bonusgold. Ne.
brauche ich nicht. Ich will zerhacken. Gut, sonst gibt es hier nichts zu holen. Was mit dir hier? So, dann mal ab zurück zur Wache. Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Jedenfalls ist der Succubus tot. Hier ist der Beweis. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Sehr schön. So, und damit endet die Folge dann auch schon. Mal gucken. Hexeaufträge. Level 20. Im Wählen. Stufe 17 Katzenschule. Ja, guck mal, da können wir uns doch nochmal umschauen. Obwohl, haha, sind doch alles noch ein bisschen weiter gestreut. So, nochmal ins Inventar schauen, was wir da an der Rüstung gefunden hatten. Irgendein Handschuh. Ach wie. Ist 1:1 das gleiche Teil. Gut, dann schaue ich mal, was wir als nächstes machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.